Ja, das ist im Jänner passiert. Da haben wir gegen sie gespielt. Und der Tormann-Trainer hat mich schon von denen gekannt. Und dann ist der erste Kontakt entstanden. Und mit der Zeit wurden dann die Dinge festgelegt. Und dann hat es auch geklappt. Ja, also es ist unglaublich. Also ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich habe angefangen, weil ich mal im Ausland spielen wollte. Und das ist wirklich, also ich freue mich schon richtig auf die großen Mannschaften. Es werden sicher geile Spiele werden, sicher Liga super. Ich hoffe, wir qualifizieren uns für den internationalen Bewerb. Und dann wird es richtig losgehen. Dann werden es 40 internationale Spiele hoffentlich werden. Und das wird dann so die erste Prüfung werden, wie viel nach ganz oben fehlt und was man noch machen muss. Und wird eine tolle Erfahrung werden. Ja, auf jeden Fall. Manche würden sogar sagen, dass es vielleicht sogar noch zu früh ist. Als Tormann ist man quasi noch, also wie ein Wein, desto älter, desto besser. Aber ich fühle mich gut zurzeit und ich glaube, dass es der richtige Weg ist. Ich glaube, dass also Bundesliga oder sowas, das wäre jetzt früh, also das wäre alles viel zu früh. Aber ich glaube, das ist der richtige Schritt und ich glaube, man sollte nichts überspringen. Ich glaube, das sollte alles Schritt für Schritt gehen und ich glaube, das ist der nächste Schritt, den ich brauche in meiner Karriere und den wollte ich unbedingt machen und das ist Gott sei Dank gelungen. Also zuerst nochmal auf diesem Weg, danke an die Fivers, das war echt 7 tolle Jahre. Sie haben mir einfach alles Mögliche geboten, dass ich mich entwickeln kann. Und ja, ich hätte mich gerne noch mit einem Meistertitel verabschiedet. Wir waren zwar nicht so stark wie letztes Jahr vom Kader her, aber ich glaube, dass es trotzdem drin gewesen wäre, in der zweiten Verlängerung verloren und minus 1 in Hart. Das tut weh und es werden viele Freunde zurückgelassen und es ist, wenn man selber nicht bei den Fivers spielt, dann weiß man nicht, wie es in Wahrheit ist. Es ist einfach eine wirklich große Familie und es ist eine ganz besondere Atmosphäre, dort zu spielen. Aber ich freue mich halt für meinen persönlichen Weg, dass es weitergehen kann. Und ich werde natürlich, wenn ich Zeit habe, sicher in der Holgasse sein und ich werde auch ein Fivers-Fan bleiben und hoffen, dass sie wieder Titel holen. Ja, es ist für mich eine ganz große Ehre, beim Nationalteam dabei zu sein. Ich glaube, jeder Spieler in Österreich wünscht sich, im Nationalteam zu sein. Und ich bin alle Juniorenteams durchgelaufen und sind viele Freunde von mir hier. Und es macht einfach wirklich viel Spaß. Und ich möchte mich auch etablieren hier. Und es ist einfach ein Privileg, Nationalteamspieler zu sein. Das kann nicht jeder behaupten. Und wenn man da ist, dann spielt man auch nochmal gegen die ganz Großen. Und ja, es ist, wie gesagt, das Nationalteam-Trikot zu tragen, ist eine sehr große Ehre. Passwort ist 2020. Wirklich? Und nein, auf jeden Fall ist ein großes Ziel. Und ja, ich würde jetzt mal die Quali 2018, die wollen wir unbedingt schaffen. Wie gesagt, Schritt für Schritt. 2018 sollen wir uns qualifizieren. Ich glaube, das ist für uns als Mannschaft enorm wichtig, wenn wir da schon Erfahrung sammeln können, damit wir auch 2020 dann nicht als Frischlinge dorthin kommen, sondern dass wir auch was in den Beinen haben und dass wir dann auch dort für Furore sorgen können. Sind wirklich tolle Spieler und natürlich sind auch namhafte Verluste, also Ausfälle. Aber ich glaube trotzdem, dass wir eine wirklich gute Mannschaft hier haben und das sind alles Nationalteamspieler. Das heißt, das sind alles Profis, alles gute Spieler und ich glaube, dass wir große Chancen haben, das zu machen. Ich war bei den ersten 4 Spielen nicht dabei, aber Finnland war bitter in meinen Augen. Das war nicht unser bestes Spiel. Aber ich glaube, dass wir in Finnland gewinnen können und auch wenn man Bosnien zu Hause, also auswärts schlägt, dann muss man auch zu Hause den Anspruch haben zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon 3000 Karten vorverkauft und ich glaube, wenn die Halle voll ist, das pusht dann eine Mannschaft und dass jeder Spieler weiß, was es bedeutet, zu Hause zu spielen und das ist auch für die Psyche enorm wichtig und wenn es da rund geht in der Halle, ist es auch für den Gegner ganz schwierig, da zu gewinnen.